Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Kochclub des Mindener Tageblatts. Wir sind heute zu Gast im kürzlich neu eröffneten Lob bei Chefkoch Jürgen Robacek und der verrät uns, was wir heute kochen. Genau, heute machen wir ein Lammkarree mit gebratenem Gemüse, Kartoffelgratin und Basilikumjus. Das hört sich sehr lecker an. Dann gehen wir mal in die Küche und legen los. Machen wir. Alles klar. Das ist der halbe Lammrücken, den ich jetzt würze und scharf anbrate. Mhm. Ja? Gut. Wie viel Gramm haben wir hier ungefähr? Mit Knochen haben wir ungefähr 250, 280 Gramm. Alles klar. Ja? Mhm. Und jetzt geht's aufs Feuer damit. Wie lange musst du es anbraten, damit es mir nicht zäh wird? 2-3 Minuten ungefähr und dann schieben wir es in den Ofen. Wenn ich eine Pfanne nehme, einfach ein bisschen Öl reinmachen? Genau, ganz genau. So, das Lamm ist jetzt fertig angebraten. Wie geht's jetzt weiter? Wir stecken das jetzt in den Ofen. Ja. Ne? Wie lange? 12 bis 15 Minuten bei 220 Grad. Ne? Und dann ist fertig? Und dann sollte es fertig sein. Ich habe gesehen, da im Ofen, da schmort auch schon das Kartoffelgratin. Ja. Wie haben Sie das zubereitet? Das braucht ja ein bisschen, deswegen haben Sie es jetzt schon vorbereitet. In den Ofen gepackt. Wir haben also Kartoffeln, rohe Kartoffeln in dünne Scheiben geschnitten und dann mit abgeschmeckter Sahne aufgefüllt, vermengt und mit Parmesan bestreut und dann in den Ofen gepackt. Ja. In die Sahne, welche Gewürze haben Sie da reingegeben? Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch. Okay, und dann einfach in den Ofen, wie lange ungefähr? Na, 45 Minuten bis 60 Minuten. So, das Lamm ist jetzt im Ofen, jetzt widmen wir uns dem Gemüse. Genau, ich denke, das braucht noch so 2 bis 3 Minuten. Ja. Ich stelle das Gemüse jetzt auf, damit wir das zeitgleich fertig haben. Was haben wir da in der Pfanne? Das ist jetzt die Gemüsebeilage, das gebratene Gemüse, was wir dazu machen. Ne? Das mit Möhren, Zucchini, Gurke, Kirschtomaten, Lauch und etwas Knoblauch. Ne? Das brate ich mit Olivenöl jetzt an. Ja. Und dann dürfen wir das zusammen fertig haben. Okay. Ja? So, jetzt holen wir das Lamm aus dem Ofen. Wir holen das Lamm aus dem Ofen. Ich stelle das erstmal an der Seite. Lassen wir noch einen Moment ruhen, ja, damit es schön rosa ist. Ja. Ja, kann sich das etwas beruhigen. In der Zwischenzeit fange ich schon mal an anzurichten. So, wie wird das jetzt zerteilt? Das müssen Sie uns das mal erklären. Ganz einfach, wir schneiden einfach den Rücken hier vom Knochen runter. Damit sich das, der Gast das etwas leichter hat, es zu essen. Ja. Dass wir jetzt das Rückenfilet hier haben und hier den Knochen, den ich zwar mit auf den Teller lege, ja, aber damit der Gast es einfach hat bei der Handhabung. Ja. Ja. Warum wird das so schräg angeschnitten? Dann hat der Gast nicht so ein Riesenstück Fleisch auf dem Teller. Ja. Ja, und man sieht einfach besser aus, wenn das dann leicht rosa ist. Und dann gleich das so anrichten. Sieht doch schön aus. Sieht gut aus. Sie haben jetzt noch eine Soße dazugegeben. Genau. Wie wurde die zubereitet? Wir haben quasi aus Knochen und Fleischabschnitten Soße angesetzt und haben dann mit Basilikum, Knoblauch, bisschen Rotwein, das abgeschmeckt, bisschen einkochen lassen und schon ist es fertig. Ja. Das wäre doch jetzt auch so ein Gericht, was ich der Familie zu Weihnachten servieren könnte, oder? Absolut. Und ist schnell gemacht und ist wenig Aufwand, schnell gemacht und ist relativ hochwertig. Ja. Ja, dann wollen wir mal probieren. Genau. Okay, ich werde mir mal das Lamm schmecken lassen. Das ist toll, vor allem mit der Soße dazu. Ist richtig gut. Das Gemüse ist noch schön knackig, genau. Gefällt mir auch gut. Und das Kartoffelgratin. Ist toll, vor allem die Variante mit dem Parmesan gefällt mir sehr gut. Also kann ich jedem nur empfehlen, das im neuen Lob mal zu probieren und sich von dem Chefkoch hier mal lecker bekochen zu lassen.